oder Zeit angegeben. Um 3 wollen wir losfahren, dann wollen wir hier kurz diese Straßen hier, die 2, die Krämerstraße und die Hähnestraße erläutern. Und dann wollen wir da am Schulgymnasium vorbeifahren, weil wir diese beiden Straßen in Sophie-Scholl und Hans-Scholl umbenennen wollen. Dann fahren wir am Geschwister-Scholl-Gymnasium vorbei und kommen wir in die Rohnstraße, das ist Generalstadt. Da wollen wir dann, dass es die Christoph-Probst-Straße heißt. Und dann fahren wir die Rohnstraße hoch in die Mundenheimer, in die von Weber. Da kommen wir an der Mendelssohn-Straße vorbei. Da tun wir kurz, dass die in Zeppelin-Straße im Dritten Reich und dann ewig schon einen Kampf, bis sie wieder zurückgenommen würde. Dann Saarlandstraße, Saarlandstraßenproblematik, dann nach Rhein-Gönheim in den Argen des Miegelweg. Da ist mir noch ein Schild, das habe ich letzte Woche schon verhüllt. Und bin mal gespannt, ob die Verhüllung noch ist. Und 2 Schilder fehlen schon. Eins hat die LKW umgefahren, eins habe ich noch nicht gesetzt. Ne? Das ist also ein Neubaugebiet, aber 1990 schon beschlossen. Ne? Dann fahren wir nach Mauer. Also, und von dort an beginnt dann dein Part, weil du dann die Hindenburg-Problematik erläutert und dann über Hindenburg spricht und dann und derweil fahren wir. Also es ist so geplant, Lesung während dem fahrenden Bus, also Lesung im Bus. Im Jahr 2008 angefertigt wurde. Da wird nochmal alles erwähnt, was denn alles damit zu tun hatte. Das Fazit dazu ändert: Die Auszeichnung einer Schule mit dem Namen einer Autorin hat Identifikations- und Vorbildfunktion. Agnes Miegel hat sich nachweislich zur Herrschaft Hitlers und zur Ideologie des Nationalsozialismus bekannt. Diese Identifikation, von der sie sich nach 1945 öffentlich nicht distanziert hat, steht im Widerspruch zum Bildungsauftrag der Schule gemäß § 2 des niedersächsischen Schulgesetzes. Die Vorbildfunktion der Dichterin Agnes Miegel ist angesichts ihrer Rolle während des Dritten Reiches umso mehr in Frage zu stellen, als sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland aus der Überwindung und Negation des Nationalsozialismus legitimiert. Das war damals hinsichtlich einer Benennung einer Schule in Agnes Miegel. Warum dann ein Weg, Agnes Miegel Weg halten soll, heißen soll, das entzieht sich unserer Kenntnis. Schließen möchte ich also mit einem Plädoyer für eine konsequente antifaschistische und antimilitaristische Erinnerungskultur. Und zumindest hierfür, denke ich, können wir heute Abend auch oder heute Nachmittag einen klitzekleinen Auftakt leisten. Damit möchte ich dann zu Hindenburg überleiten. Hindenburg ist nun einer derjenigen führenden Repräsentanten der Reaktion der Hohenzollernmonarchie gewesen, die es meiner Meinung nach am allerwenigsten verdient haben, bis heute ehrend gedacht zu werden. Ich möchte jetzt nicht die ganze Vita Paul von Hindenburgs aufrollen, sondern vor allen Dingen darauf hinweisen, dass Paul von Hindenburg ein überzeugter Aristokrat, ein überzeugter Verfechter der Wilhelminischen Kaiserreichs war. Er war Militarist und Militär, unter anderem beteiligt an den sogenannten deutschen Einigungskriegen, hier im Besonderen am Krieg 1871 gegen Frankreich. Nachdem er eigentlich militärisch schon in den Ruhestand gegangen war 1911, wurde er zu Beginn des Ersten Weltkrieges wieder reaktiviert. Er wurde deshalb reaktiviert, weil dem deutschen Heer an der Ostfront das Wasser, gelinde gesagt, bis zum Halse stand. Und man nun hoffte, durch das militärische Genie eines Hindenburgs, das man bei ihm vermutete, gemeinsam mit Ludendorff, den Krieg im Osten doch noch zum Sieg zu bringen. Faktisch ist es dann Hindenburg und Ludendorff tatsächlich auch gelungen, an der Ostfront den Kriegsverlauf wieder zu deutschen Gunsten zu bewegen.
Dabei war es sein Ziel, als sogenannter, im Rahmen des sogenannten Oberost, aus Polen, dem ehemaligen Kongresspolen, einen deutschen Vasallenstaat zu machen, eine Halbkolonie zu machen. Allein das wäre schon Grund genug, seine aktive Beteiligung am Ersten Weltkrieg, seine Unterdrückung der polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen während des Ersten Weltkrieges ihm nicht ehren zu gedenken. Aber er trieb es noch schlimmer. Hindenburg erklärte sich im Zusammenhang mit der Novemberrevolution, mit der deutschen Revolution 1819 bereit, Ebert gegenüber mit seiner Person und auch den ihm noch zur Verfügung stehenden Truppenteilen die Revolution niederzuschlagen. Hindenburg wurde letzten Endes nicht gebraucht, die Drecksarbeit haben andere Blutschergen erledigt. Hindenburg stand hier aber im Hintergrund bereit und unterstützte die Gegenrevolution, wo er konnte. Noch viel unappetitlicher wird es, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Paul von Hindenburg, auch wenn er mehr Galionsfigur und Symbolfigur für eine neue deutsche, von ihm erhoffte Volksgemeinschaft war, dass er als Steigbügelhalter für den Nationalsozialismus, als Steigbügelhalter für Adolf Hitler fungierte. Und das nicht etwa, weil die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933 alternativlos gewesen wäre, sondern weil es von Hindenburg politisch gewollt war. Hindenburg suchte eine, wenn man so will, Volksfront, eine deutschnationale Volksfront von rechts, um die Demokratie wieder abzuschaffen. Hindenburg hat nicht nur als Urheber und Verwalter der Präsidialkabinette ab 1932 die Weimarer Reichsverfassung, auf die er immerhin zweimal einen Amtseid geleistet hat, systematisch unterhöhlt. Meiner Meinung nach kann einem solchen Antidemokraten, dem man durchaus unterstellen darf, die Restauration eines autoritären Regimes beabsichtigt zu haben, in einem Rechtsstaat nicht kritisch gedenken. Nicht unkritisch gedenken. Oh. 27. Dann kommt das nächste wichtige, entscheidende Datum. Also man kann sich vorstellen, dass während der Zeit 1918, also es ist also überraschend, 1918 bis 1933, also nicht allzu viel benannt wurde von den Sozialdemokraten, zwar glaube ich nur der Ebertpark und 2-3 Sträßeleien. Dann kamen am 27. April die Nazis, tagten in Einheitsuniform, Hakenkreuzbinde und Führerporträtbild im Stadtrat und haben radikal angefangen, ihre Adolf-Hitler-Straßen zu errichten in Ockersheim, heute Raiffeisenstraße, Altstadtplatz, wurde Horst-Wessel-Platz, in Maudach-Breite-Straße wurde Adolf-Hitler-Straße, in Rhein-Gönheim die Hauptstraße wurde Adolf-Hitler-Straße, in der Gartenstadt bauen sie die Adolf-Hitler-Siedlung, wo wir jetzt demnächst, also was unser nächstes Ziel ist, und in Oppau haben sie den Ostring, in Hitler, Adolf-Hitler-Ring, und es gab noch eine Adolf-Hitler-Straße, und die Brücke hieß Schlagiederbrücke, also zu der Brücke kann man gleich was sagen. Die Schlagiederbrücke, das ist die heutige Konrad-Adenauer-Brücke, haben die Nazis selbst weggesprengt und somit hat sich der Name dann erübrigt. Die zweite Umbenennungswelle der Nazis kam am 1. April 1938, weil da Groß-Ludwigshafen, Groß-Deutschland, alles Großmachtpläne und hier hat man zwangsweise Oggersheim eingemeindet, die nie und nimmer zu Ludwigshafen, die bis heute nicht sich zu Ludwigshafen zugehörig fühlen. Und dann hat man gleich die Saarlandstraße, die Kaiserallee, hat man in Saarlandstraße umbenannt. Interessanterweise, wenn man bedenkt, dass das Saarland am 13. Januar 1935 zum deutschen Heim ins Deutsche Reich, hat man damals gesagt, gekommen ist. Und in Saarbrücken gibt es heute noch eine Straße des 13. Januar, muss man sich vorstellen. Also sie haben es nicht geschafft, die abzuschaffen, diese Straße. Und man musste davon ausgehen, dass die Rückkehr des Saarlandes, ihr müsst bedenken, 90% der Bevölkerung hat für Heim ins Reich gestimmt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt genau wussten, was sie erwarten wird im Hitlerfaschismus. Und das war natürlich für die Nazi ein großartiger Propaganda-Erfolg, der zweitgrößte Erfolg außenpolitisch nach dem Abschluss des Konkordats mit seiner Heiligkeit, dem Papst. Und dann haben sie natürlich alle überall in Deutschland dieses gefeiert, und haben in allen großen Städten, allen Gau- und Saarlandstraßen eingerichtet. Aber auch in Ludwigshafen hat es wieder 3 Jahre gedauert, bis die nachgezogen haben und haben dann aber in einem feierlichen Akt die Kaiserallee umgewandelt in Saarlandstraße.
2000. Und Leute, was besonders lustig ist, also ich finde, dass der hier so verfahren aussieht, ich kann dann wieder auch noch irgendwelche Symbolik erklären. Wenn nicht, ich kann es nicht erkennen, man müsste es aussehen, was aber es sieht ja so ein bisschen reichsdeutsch und vaterländisch aus. Und auch die Waffen sind ja auch von den verschiedenen Ostgebieten, aber das kann man nachlesen in dem Stadtarchiv. Der Dr. Mötz kann euch die Stadt illustrierte, der Stadt Ludwigshafen von 1942 raussuchen. Da kann man haarscharf über den Danziger Platz nachlesen. Im Internet werdet ihr nichts finden. Aber was ich sehr interessant finde, hier bei dem Platz, auf dem Platz befand sich bis vor kurzem noch ein Kraftwerk. Und zwar ein Heizölkraftwerk. Hier war ein riesig großer Heizöltank mit 1000 Liter, dann war ein Kraftwerk daneben. Und hier waren offene Heizungsrohre, wo städtische Heißwassernetz beliefert haben. Und das war, weil hier die Müllverbrennung gebrannt hat. Und dann habe ich angerufen und habe bei der TWL, also bei der Stadt, wussten sie gar nicht, um was es geht, bei der TWL dann angerufen und gemeint, hier ist ein Kinderspielplatz, also hier ist das Kinderelternhaus. Wie Sie sich das vorstellen? Dann waren nach 14 Tagen waren die Rohre versiegelt und nach 4 Wochen war das ganze Ding weg. Also auch ein kleiner Erfolg. Also wir fordern hier die Umbenennung dieses Platzes in Gaziantep-Platz, auch wenn das die Oberbürgermeisterin mit einer eigenwilligen Erklärung abgebügelt hat, dass die Angehörigen angeblich nicht einverstanden wären, fordern wir trotzdem weiterhin hier den Gaziantep-Platz. In Gaziantep in der Türkei, in Anatolien, gibt es 2 Ludwigshafen-Plätze. Dann können sich hier in der Isuna an diesem Unglück, wo dieses große, schlimme Ereignis am 3. Februar 2008 war, und da wollen wir eigentlich, dass ihr daran erinnert wird. Die Oberbürgermeisterin Dr. Loos will das nicht daran erinnert wird. Okay, das ist ein Dissens, nennt man das. Wir gehen wieder zum Bus zurück. Die Freie Bibliothek Pegasus fühlt sich der Aktion besonders verbunden. Im Dritten Reich unter den Nationalsozialisten, den Nazis, wurden unter anderem Bücherverbrennungen veranstaltet. Auf der Sim Ocean of Mountains 1, auf dem die Bibliothek Pegasus gelegen ist, befindet sich auch das Großprojekt SOX, Sozial-Kreatives Sim. Und dort gibt es auch einige Straßennamen. Den Mahatma Gandhi-Weg, den Margret-Mead-Pfad, meine Abteilung Karl May gibt es den Calamity-Chain-Steig. Und es gibt die Sophie-Scholl-Straße. Dieser Name wurde auch von dieser Aktion für eine der Straßen vorgeschlagen, die jetzt noch Namen aus dem Nationalsozialismus tragen. Pegasus, Freie Bücher für SL. Also ursprünglich war hier ein Buch geplant. Und über Bier und Cola und über Bier und Essen. Leute, ihr seht das, es hat doch zu lange gedauert. Außerdem, es regnet hier oder auf der Heide oder auf der Sonne scheint.